Wir befinden uns im Jahre 2020 nach Christus. In ganz Europa werden Megaprojekte aus dem Boden gestampft. In ganz Europa? Nein. Eine Horde von unbestechlichen TÜV-Prüfern verhinderte seit geraumer Zeit, dass ein Flughafen im Südosten Berlins seine Pforten öffnet. Und das Leben war nicht leicht für die Prüfingenieure, die sich in den Kabelschächten, Aufzügen, Abschiebegefängnissen und Regierungsterminals tummelten. Ganze 14 Jahre warten die Berlinerinnen und Berliner nun schon auf ihren neuen Flughafen. Und damit viel Spaß bei Unicorn kommentiert. In der Geschichte der Menschheit bestechen einige der großartigsten und auffallendsten Bauten durch eine sehr lange Bauzeit. Der Turm zu Babel, die Pyramiden von Gizeh, der Münchner Flughafen, die große Mauer von China und der Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt. Seit 14 Jahren nagt nicht nur die Ungewissheit über den Eröffnungstermin am Flughafen, sondern auch der Zahn der Zeit. Ähnlich wie an der Cheops-Pyramide. Die hat auf den ersten Blick mehr mit dem BER gemein, als man denken könnte. Beide dienen beispielsweise nicht als Start- und Landepunkt für Flugzeuge. Und auch das Raumsystem kann gut verglichen werden. In der Pyramide gibt es geheimnisvolle Räume, deren Zweck nicht abschließend geklärt werden konnte. Wirft man nun einen Blick in den Bericht des Untersuchungsausschusses, so findet sich dort ein Zitat aus dem Sachstandsbericht der Flughafengesellschaft vom September 2014. Eben da heißt es: Durch die Umsetzung verschiedener Nutzerwünsche und umfassende Umplanungen während der Bauzeit ist im Zuge der geplanten Fertigstellung des BER in 2012 ein inkonsistentes Raumnummernsystem entstanden. Im Ergebnis lassen sich Räume nicht mehr eindeutig auffinden. Zum Teil passen Raumnummern und die Lage im Gebäude nicht zueinander. Wie sagt der Volksmund so schön, was lange währt, wird noch lange nicht gut. Es stimmt also, keine gute Katastrophe ohne einen schönen Untersuchungsausschuss. Da sich das auch das Berliner Abgeordnetenhaus dachte, beschloss es in einer Sitzung im September 2012, einen solchen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Im Juni 2016 war es dann schließlich soweit. 1269 Seiten Aufklärung. 1269? Betrachtet man die Stellung der Buchstaben des Kürzels BER im Alphabet, ergeben sich die Zahlen 2, 5 und 18. Teilt man 2518 durch 2, ergibt das 1259. Addiert man dazu 10, kommt man auf die Seitenzahl des Berichts. Zufall? I doubt it. Das muss ich doch gleich mal bei Telegram teilen. Und es kommt noch besser. Eine gedruckte A4-Seite hat eine Kantenlänge von 21 cm. Legt man 1269 A4-Seiten längs aneinander, kommt man auf eine Strecke von 266,49 m. Und bei 266 müsste es eigentlich klingeln. Genau, Paragraf 266 Strafgesetzbuch, Untreue. Nichts schreit mehr nach Untreue, als von seinem Partner oder seinem Flughafen 8 Jahre lang versetzt oder um das hart erarbeitete Steuergeld gebracht zu werden. Und bedenkt man, dass die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund Eigner der Flughafengesellschaft sind, könnte man ja fast sagen, der Flughafen gehört uns allen. Es gilt jedoch, wie in der Liebe, Anfang ist leicht, Beharren eine Kunst. Den Anfang als Flughafenchef machte hierbei Rainer Schwarz. Unter seiner Aufsicht fiel der Bau und auch die ersten Verspätungen. Unter anderem auch, weil er in Nichts-Sehen, Nichts-Hören, Nichts-Sagen-Manier das Projekt geleitet hat. Nach 4 Verschiebungen des Eröffnungstermins musste Schwarz schließlich im Juni 2013 seinen Helm nehmen. Heute ist der erfahrene Flughafenmanager übrigens Chef eines richtigen Flughafens, nämlich in Osnabrück-Münster. Kein Unbekannter hingegen ist Hartmut Meerdorn. Das ist der Mann, der von 1999 bis 2009 die Geschicke der Deutschen Bahn AG leitete und erfolglos versuchte, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Zwischen 2009 und 2013 sollte Meerdorn die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin in die schwarzen Zahlen bringen. Er organisierte mit Etihad einen Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der sich jedoch zurückzog. Und so schreibt Air Berlin seit 2017 überhaupt keine Zahlen mehr. Meerdorn selbst landete dann 2013 auf dem BER. Und auch hier hatte er während seiner Zeit nicht das Glück, Flugzeuge landen zu sehen. Alles in allem also quasi ein Anti-Midas. Aber sind wir mal ehrlich, wo nichts landet und nichts startet, kann auch nichts abstürzen. Und so reichte Meerdorn den glühenden Staffelstab an Carsten Mühlenfeld weiter, der sich in den Jahren 2015 bis 2017 am BER die Finger verbrennen sollte. Nach einem Auftritt, der ebenso kurz wie erfolglos war, wollte der Ex-Flughafenchef mal wieder was mit Flugzeugen zu tun haben und landete im April 2018 bei einem irischen Billigflieger. Seit 2017 leitet nun Engelbert Lüdke-Daldrup die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH.
Der Eröffnungstermin rückt Stand heute in greifbare Nähe. Am 31. Oktober 2020 soll der Flughafen seinen Betrieb aufnehmen. Und der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein. Durch den fast zum Erliegen gekommenen internationalen Flugverkehr gehen die BER dann zur Feier des Tages nach 14 Jahren Bauzeit zum Start auch gleich etliche Millionen durch die Lappen. Die erste Punktlandung des BER ist dann in tragischer Ironie eine der größten Krisen der weltweiten Luftfahrtgeschichte. Bei all den parteilosen Geschäftsführern darf aber ein wichtiger Akteur nicht fehlen: die Politik. Unter anderem personifiziert durch Klaus Wowereit. Nach dem Entschluss zur Privatisierung des Bauauftrags im Jahr 1999 sollten 4 große Unternehmen den Flughafen bauen. Wäre ab da alles glatt gelaufen, würden wir wahrscheinlich schon seit 17 Jahren vom BER starten. Leider kam es aber zu Problemen und 2003 stellte sich Wowereit einer Privatisierung endgültig in den Weg. Und so wurde nach einigem Hin und Her aus dem großen Auftrag an einen Generalunternehmer, der die Fäden auf der Baustelle zusammenhält, eine Aufteilung in viele, viele, viele Einzelvergaben. In diesem Sinne, danke Wobi, dass Sie einem ganzen Land ein Aufregerthema geschenkt haben. Der Bau des Flughafens zeigt also wieder einmal, wie beim Flughafenbau in München, dass der Bund als Bauherr überfordert ist. Es kam zu Fehlern, Versäumnissen, Fahrlässigkeiten und es passierte nichts. So erklärt sich auch die lange Reihe von Flughafenchefs, die genau null Verantwortung für Probleme übernahmen. Ähnlich wie die Bürgermeister, Ministerpräsidenten und StaatssekretärInnen. Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist vollweise. Auch in Brandenburg. Doch es gibt auch Positives zu berichten. Möchte man, sagen wir, im Politikunterricht den Föderalismus erklären, so ist der BER das perfekte Beispiel. Denn welches Projekt kann schon von sich behaupten, dass es ganz alleine Verkehrs- und Finanzminister von 2 Ländern und dem Bund beschäftigt? Aber vielleicht ist es auch so, dass die Geschäftsführer des Flughafens den Klimawandel sehr ernst nehmen und das Projekt so lange verzögern, bis alle Beteiligten genervt aufgeben und der Klimaschutz auch beim letzten Aluhutträger angekommen ist. Denn umweltfreundlicher ist bisher noch kein Flughafen gewesen. Letzten Endes ruht in unserer nicht allzu entfernten Vergangenheit im schönen Bayern der schon erwähnte Flughafen Franz Josef Strauß, der in der Zeit der Planfeststellung 1974 bis zur Eröffnung 1992 gigantische 8 Milliarden Mark verschlang. Und davon redet heute auch niemand mehr. Also Berlin, zurücklehnen, Maske auf und hoffentlich bald anschnallen. Das war's für heute. Vergesst nicht, den Beitrag zu liken und abonniert gerne unseren Channel. Folgt uns auch auf Instagram. Bis bald bei Unicorn kommentiert.